Werkstatt hinein schaut, basteln mit Eierkartons. Simpel gemacht, einfach gemacht. Und dann kommen kleine Wichtel heraus. Zum Hinsetzen, zum Hinhängen, so wie der das Markt, kann man es machen mit Upcycling-Materialien. Man braucht eigentlich gar nichts kaufen. Bisschen Kleber und dann geht es auch schon los. Meine Idee für euch, für dich und dann basteln wir wieder zusammen. So hoffe ich doch. Brauchen wir für die kleinen süßen Wichte in Eierkarton, Rest Wolle, ganz egal welche Wolle nimmt, Fellwolle, wenn da ist, ansonsten geht das auch mit einer ganz normalen, eine Paketschnur oder wirklich einen festen Faden, den man dann verknoten kann, in Flüssigkleber für Kinder, Heißkleber kann auch von einem Erwachsenen genommen werden, vielleicht noch ein schönes Schmuckband und wenn es geht, einen alten Socken. Für die Nase. Die Farbe entscheidet ihr. Frotti ist ganz toll, aber es geht auch jeder andere. Und ein bisschen was zum Füllen, wie zum Beispiel das, ein alter Aufwaschschwamm, den man dann vorher noch in der Waschmaschine gewaschen hat und klein geschnitten. Oder ihr nehmt ein altes Plüschtier oder ein kaputtes Plüschtier und nehmt da die Füllwatte. Oder ihr nehmt noch ein zusätzliches Stückchen vom Stoff, aber das vom Socken, das zeige ich dann. Als Unterlage ganz wichtig und am einfachsten ein Backpapier. Da hilft es nichts an, wir können drauf kleben und hier wird wirklich dann gewickelt und geklebt und so bleibt der Tisch sauber, die Händchen und vor allen Dingen der Wichtel ist ablösbar. Das waren jetzt da die 3D-Wichtel aus Eierkartons, bewegliche. Die habe ich euch schon ausführlich gezeigt. Heute kommen die nächsten dran. Beim Eierkarton die Spitze rauslösen. Ein bisschen ordentlich zurechtschneiden beim ersten Mal. So. Den flach drücken, hat man die Grundform. Und jetzt alles, was so ein bisschen eckig ist, auch noch mal ein bisschen weggeschnitten. Gut, das sind die Grundformen für den Wichtel. Als nächstes kommt der Bart dran. Bei dem kleinen nehme ich 3 Finger und wickel 12-mal. So, dann schneide ich es ab. Nimm mir die Paketschnur, einmal durch, fest verknotet und lass ruhig die Bänder dann erstmal dran. Dann wird es unten aufgeschnitten. Erster Bart fertig. Beim großen nehme ich die ganze Hand und mach auch so 12 bis 16 Mal. Gleiche. Verknoten. Und das können Kinder wirklich ganz, ganz toll. Und die lieben das. Und es muss wirklich keine Fellwolle sein. Du kannst auch ganz normale Wolle nehmen. Irgendeinen Rest, den man hat. Ausschneiden. Zweiter Bart. Nase. Ich nehme den Socken und schneide mir erstmal ein Stück raus. So 5x5 cm etwa. Dann kann ich mir nochmal eine extra Ecke nehmen oder Füllwatte aus dem
Plüschtier oder Schaumstoff und. So, jetzt lege ich die Frottee-Seite nach außen. Das mache ich mir klein zusammen. Lege es rein. Und dann ziehe ich das rundherum. So. So geht es am besten. Und dann wird richtig toll gewickelt und verknotet. Dann kann man dann unterschiedliche Größen machen. Ihr lasst euch vielleicht ein bisschen mehr Zeit. Ich bin jetzt ein wenig schneller dabei, damit das Video nicht so lang wird. So, dann mache ich noch eine zweite. Das ziehe ich schön auseinander. Kann ich auch noch ein bisschen kleiner schneiden. Das, was übrig bleibt, kann ich für die nächste Nase zum Füllen nehmen. Plus die Upcycling-Materialien. So. Jetzt wird es erstmal verklebt. Wie gesagt, Kinder, Flüssigkleber, du kannst Heißkleber nehmen. So, als erstes kommt die Nase rein. Gucken, dass das schön drin ist, dass nur die Nase rausguckt. So, dann kommt der Bart hinein. Dann fest zudrücken. Wie gesagt, die anderen 3D gehen ein bisschen anders. So, schön zudrücken. Erster Grundkörper fertig. Dann will man bestimmt gleich einen Aufhänger haben. Dann nehme ich die Paketschnur, mache einen Knoten hinein. Und noch einen Knoten hinein, damit das besser hält. Und das klebe ich auf die Rückseite. So, das lasse ich jetzt trocknen. Und weil ich es aufs Backpapier lege, kann ich das immer andrücken und es haftet nichts an. Das nehme ich dann einfach wieder nach oben und gut ist es. So, jetzt würde ich es bei Kindern auf jeden Fall Stück für Stück mit Flüssigkleber ausführen. Und ich habe jetzt hier die Restwolle. Die war schon mal in einer Grundschule. Die ist nicht besonders ordentlich zusammen, aber geht. So, wie geht es am besten? Also ich nehme es hinten und mache entweder jetzt Flüssigkleber oder Heißkleber Stückchen für Stückchen drauf. So. Und dann ist es am besten, man fängt so an. Man lässt den Faden ein bisschen nach unten und geht dann erst nach oben. Dann hat man nämlich einen schönen Anfang. Und dann wickelt man nach unten immer ein Stückchen mehr Kleber drauf und dann wirklich bis ganz unten gewickelt. Und dann kann man noch ein Zierband drauf machen, noch eine Bommel oder sonstiges. Das zeige ich dann aber noch. So, und wenn die Wichtel dann soweit fertig sind, kann man noch ein Band draufkleben. Das würde ich aber auf jeden Fall rundherum kleben. Schön hinten den Übergang. Oder eine Kordel oder ein Perlenband, was man möchte. Und dann kann man hier oben noch so einen kleinen Puschel draufsetzen. Das ist einfach um zwei Finger gewickelt, 4-5 Mal. Und dann verknotet und draufgesetzt. Und dann sind sie auch schon fertig. Noch mal einen kleinen Tipp, wenn ihr wirklich so ein Puschel da dran machen wollt, hier, den klebe ich dann dran und dann drücke ich den fester aufs Backpapier, damit er auch richtig dolle hält. Und dann ist das so wie so eine Bummel da dran. Hier habe ich es auch gemacht. Und man hat es vielleicht mitgekriegt, es hat noch am Backpapier geklebt, aber ich kriege es runter und das ist der Sinn der Sache. Die sind dann so ein bisschen 3D mit den Eierkartons Aufhänger dran. Ja, das muss ich noch abschneiden, aber ein bisschen länger. Das kann ruhig ein bisschen rausgucken. Ich finde das cool, wenn da das Paketband noch ein bisschen im Bart hängt. Aber das entscheidet ja jeder selber, wie er es mag. So, und jetzt lasse ich sie noch ein bisschen trocknen.
sind sie fertig. Und dann sage ich, toll, dass du da warst, dass du vielleicht mit mir gebastelt hast. Immer noch mehr am einfachsten zu finden auf meiner Startseite kreativ-reich die Kika-Plauderei. In dem Playlist, dass du eine kleine Leiste anklicken und dann kommt sozusagen meine Bibliothek, alles, was ich bis jetzt gemacht habe, für drinnen, für draußen, für Balkon, Terrasse, für Kinder, Erwachsene, Häkeln, Stricken, Basteln, Nähen lernen, Mittelaltersachen, Gartenideen und. So, jetzt wünsche ich eine wundervolle, zauberhafte Zeit. Schön gesund bleiben oder gesund werden. Eure, deine Kerstin.